Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport FIFA, von Train Sim World, der mein Schwesterbahn. Heute legen wir mal los mit dem ersten Szenario. Der Samstags-Schaltkreis, dort bedienen wir wegen Bauarbeiten bei Heigenbrücken eine kurze Quatschstrecke von Aschaffenburg nach Laufach. Und wenn ich das... Okay, das ist verwirrend. Offenbar fahren wir sowohl DBPBZFA als auch BR-146.2. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Ach ne, ich muss hier drauf drücken. Hä? Willkommen in Aschaffenburg. Wegen Gleisarbeiten bei Heigenbrücken fahren Fahrgastzüge nur bis Laufach. Das ist ja schön. Aber nicht schön. Also, ja. Wo müssen wir hin? Steigen Sie ein und aktivieren Sie die Batterie, indem Sie sie 5 Sekunden lang drücken. Okay, wir müssen hier mitfahren. Ich habe ja das Gefühl, dass wir nur mit der BR-146.2 fahren. Finde ich, dass ich jetzt noch richtig im Kopf habe, die Zahlenkombination. Es sei denn, wir müssen nochmal wenden, so nach dem Motto, aber ich glaube, das müssen wir nicht. Zumindest was auf der Karte, ist das nichts, als ob wir es müssten. Perfekt, wir können hier vorne einsteigen. Lass nicht drüber reden, okay? So, 5 Sekunden lang die Batterie lösen. Dann setzen wir uns mal hin. Nicht vorwärts, sondern neutral. Um die Bremsen aufzuladen. Gut, vom Design her scheint es ähnlich bis gleich zu sein. Von daher. Also vom Design-Layout, nennen wir es mal so. So, 5 Bar haben wir gleich. Oder war 7 Bar die magische Zahl? Scheinbar war es 7. Oder doch 10? Na, geht doch. So, Hauptschalter voraus. Zugbremse volle Leistung. Zugbremse auf 1B. Das Spiel kennen wir ja mittlerweile. Dann wollen wir den Stromabnehmer heben und den Trennschalter schließen. Zugbereits Abfall plus 250 Punkte. Jetzt die Türen. Freischalten. Hier vielleicht. Okay. Dann halt nicht. Ach hier. Ach Gott, ich bin noch. So, Spitzensignale auf.
Das kriegen wir noch hin. Fahrend. Geht doch. Ich habe mich schon gefragt, warum das nicht will. Dann müssen wir noch PZB und sie veranstalten. Dann können wir die Türen verriegeln. Okay, dann halt. Oder hier? Darüber ist die Vorgabe erfüllt. Lösen Sie die Brem. Also Bremse lösen. Und dann wollen wir mal losfahren. Okay, 6,3 Kilometer haben wir und wir haben nur 3 Minuten Zeit. Da habe ich aber schon getrödelt, würde ich fast behaupten. So, wir dürfen eh erst nur 40 fahren. Dann wollen wir uns mal Richtung Hülsbach machen. Zugbeeinflussung. Sifa. Neue Strecke gibt wieder einiges zu entdecken. Also für mich zumindest. Dann sollten wir jetzt doch gleich aus der Überwachung rauskommen. Oder wir holen uns selbst aus der Zug. Ach, aus der Zugbeeinflussung. Aus der Dings. Aus der Überwachung raus. 120 dürfen wir auch bald. 150er Zug drin, das ist aber schön. Deswegen müssen wir erstmal die 120 erreichen. Es gibt auch Medaillen hier auf der. In Main Spessart, auf der Main Spessartbahn Strecke. Das finde ich sehr schön. Das bietet dem Ganzen halt immer noch wieder was ganz Neues, ne? Also. Einfach nur einen Haken dran setzen für Gefahren ist halt, ne, was anderes als Silbermedaille oder Goldmedaille halt, ne? Also pünktlich sind wir schon mal nicht, da steht schon mal fest. Würde ich zumindest mal behaupten. Lass uns einfach mal ausrollen, bis wir die 140 erreicht haben. Gut, pünktlich sind wir halt wie gesagt nicht. Da habe ich glaube ich wahrscheinlich eben schon getrödelt. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr ganz genau, wo das war, wo ich da getrödelt habe. Aber ich habe getrödelt, das weiß ich zumindest noch. Und jetzt muss ich mich schon wieder an einen neuen Zug gewöhnen, also an einen neuen Bremskraft vom. Also wieder neu dran gewöhnen, wieder zu bremsen halt. Zugbeeinflussung.
UV-Überwachung 85 km pro Stunde. Zugbeeinflussung. Oh, 40. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, ich muss gar nicht so stark bremsen, merke ich gerade. Das ist schon mal gut zu wissen. Die Bremsen sind doch schon ziemlich ganz... Ja, sind doch noch ganz... Doch, nicht doch noch. Die sind doch ganz gut so, meine Güte. Zugbeeinflussung. So, hier wollen wir nämlich rüber. Deswegen auch die 40... Gut, wir sind mit 2 Minuten Verspätung ungefähr da, aber ist halt wie es ist. Aber so kommt man dann zumindest auch gut zum Stehen. Aber die Bremsen sind gut, das muss man schon sagen. Dann entriegeln wir mal die Türen. Muss man hier irgendwie noch die Türen denn aufmachen? Richtung Fahrgastraum, Sander. Dann machen wir es einfach mal hier so. Warum auch immer das nicht anders will. Verriegeln wir rechts die Türen. Und nächster Halt. Laufach. Sind wir schon dort? Gut, das war noch eher kürzere Strecke. Und naja, passt das schon. Ja. War halt nur ein kurzer Teil, ist ja auch nur ein Ausfallszug. Ein Ausweichzug. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Szenario-Bezeichnung dafür war. Wieder ein bisschen Schub geben, wenn wir jetzt nochmal Schub geben. Schön mit der Autobahn, dass die Fahrzeuge hier auch fahren. Sie fahren. Ja, ist ja gut.
Ganz ruhig, Sifa, ganz ruhig. Ich hab dich auch lieb. Gut, Laufer 45 schaffen wir auch nicht ganz, aber ist halt wie es ist. Das können wir auch wieder ausrollen. So 120. Zugbeeinflussung. Ist jetzt 85, glaube ich schon. Oh, falsche Richtung. Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. Really? So fucking knapp. Waren wir nicht bei 86 oder 87? Also komm, knapper geht's doch nicht, ey. Jetzt haben wir schon wieder die 45 im Hals. Zwangsbremsung, 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 Zugbeeinflussung. Ein Kommentar. Ja, dann ein, wie halt ich so denn? Richtung, wenn er wohl dich gar nicht umstellen, aber. Ich wusste gar nicht, dass es während der Fahrt geht. Ich dachte, das geht gar nicht. Also. Wobei. Zumindest nicht mit Schub.
Aber man verliert den Schub, wenn man aus Versehen auf neutral kommt. So, weil die Möglichkeit, Schub zu geben, so. Dann wollen wir mal rechts die Türen entriegeln. Dann dürfte es das auch gewesen sein. Weil das wir runterfahren und so weiter und dann sind wir durch. Ne, sind wir nicht. Ah, dann wechseln wir. Ich verstehe, deswegen fahren wir nämlich mit beiden, weil wir halt nochmal, ups, wechseln. So, Zugbremse auf lösen. Hauptschalter auf aus. Und dann auf die andere Seite. Damit wir die Zeit wieder gut machen, versuchen zu können, rennen wir mal nach vorne. Ich muss durch, ich bin Arzt. Oder sowas in der Art. So, Batterie fahrend. PZB an. Wo war sie hier nochmal? Nicht direkt daneben. Da, aber sie ist schon gelöst. Warum ist sie jetzt gerade hier war? Machen wir es aber trotzdem nochmal an und aus. So. Also wir setzen Bremsschlüssel an. Vorwärts. Und die brauchen wir jetzt noch ein bisschen. Gehst du dann schon direkt wieder weiter? Gibt es denn eine Uhrzeit dafür? Nee, ne? Ne, wir sollen aber um 54 da sein in Hösbach. Das schaffen wir nie im Leben. Türen verriegeln. Warum auch immer das nicht so will. Jetzt kriegen wir das alles links halt. Zugbremse auf fahrend. Und Abfahrt. Nach Hösbach. Ja, wir fahren mehr oder weniger los, wenn wir da sein sollen. Wechsel blinken. Jetzt sind wir draußen, jetzt können wir auch beschleunigen. Der einzige Grund, weswegen wir gerade hier eben so langsam gefahren sind, war, weil wir wieder aufs Gleis gewechselt haben, um auf die andere Seite zu kommen. Beziehungsweise um jetzt auf dieser Seite fahren zu können. Leistungsräder können wir auch ausschalten. Geht ja leicht bergab. Dadurch verlieren wir ein bisschen Tempo, sodass wir halt nicht mehr ganz so stark abbremsen müssen. Ich meine, die Verspätung, die werden wir nicht mehr rausbekommen, das steht schon mal fest.
Wobei, wir können auch jetzt nochmal langsamer werden. So, diesen Streckenabschnitt kennen wir, glaube ich, schon. Kommen wir uns von den Tutorials bekannt vor. Runter, jetzt kommen wir mit 1b rein. War schon auf der 2er besser. Oh, auf dieser Seite dürfte 160 fahren. Ich glaube, gerade eben durfte ich nur maximal 150 fahren. Dann kriegen wir wieder links. Dann ist natürlich verkehrt rum. So sieht schon viel besser aus. Wir fahren nach Aschaffenburg. Genau. Muss alles seine Richtigkeit haben. Rechts verriegeln. Und Abfahrt nach Aschaffenburg, da sollen wir in 3 Minuten sein. Ja, zeitlich sind wir vielleicht 1-2 Minuten. Na, 1-2 Minuten zu spät. Wollen wir hier erstmal so mit 30 raus und geben dann gleich ein bisschen mehr Schub. Kommen wir auch gleich in die 160er Zone. Kilometern geht es dann wieder ein bisschen runter, aber bis dahin können wir zumindest noch mal ein bisschen flotter unterwegs sein. Das ist ja gar kein Problem. Oh, hoppala. Ein paar Pünktchen jetzt. 150 sollten wir vielleicht sogar noch erreichen, bevor wir da bei der Beschränkung ankommen. Oder wir müssen halt noch mal ein bisschen runtergehen. Gehen wir schon mal runter. Auf 150, dann haben wir es auch schon. Schön sanft bremsen natürlich, weil wir müssen wahrscheinlich auch gleich wieder ordentlich runtergehen. Ja, 110.
Ich muss mich dran gewöhnen, wenn ich sehe, es gibt eine Tempobeschränkung, dass ich nicht langsam runtergehe, sodass wir die 110 kurz bevor wir die Beschränkung haben erreichen. Bevor die da, ja, bevor wir die Beschränkung erreichen, dass ich die dann habe, sondern ich muss die instant haben, weil ansonsten stehe ich. Gott, wie ich es hasse. Dank, wofür auch immer. Schleudigen auf 30. Perfekt. Schön, nochmal die 500 Punkte mitgenommen. Dann steigen wir mal aus.
Ja, ein bisschen näher noch gekonnt, aber gut. Alles in Ordnung. So, ja gut, nur Silbermedaille. Okay. Das ist die erste Silbermedaille bisher, glaube ich, gewesen. Oh, schön. Ja, Level 21 sind wir, glaube ich, mittlerweile. Mein Speicher sind wir jetzt auf Level 3. Auf der BR-146.2 sind wir jetzt auf Level 2. Die DBPBZFA, da sind wir jetzt bei Dings. Ich glaube, na, immer noch bei Level 5, aber kurz vor Level 6. Wir haben 34,5 Minuten gebraucht, 4,5 zu viel. 20 Kilometer zurückgelegt und 6.684 Punkte bekommen. Nur eine Silbermedaille. Wie viel wir auch immer bekommen hätten für Dingens. Wie heißt das noch gleich? Für eine Goldmedaille. Wie viele Punkte wir auch immer dafür hätten gebraucht? Das wäre auch noch. Ja, gut. Wollte gerade sagen, wäre cool zu wissen, wenn das verstehen würde noch. Gut, das heißt, nächstes Mal, wenn wir uns hier auf der Main-Spessart-Bahn, auf der Route der Main-Spessart-Bahn beschäftigen, werden wir den Autotransporter fahren. Vor allem, es ist nur noch ein angenehmes Szenario gewesen, so gesehen. Und fahren dann neue Wagen zur weiteren Verschiffung vom Hafen aus zum Betriebsbahnhof in Aschaffenburg. Sprich, wir werden noch ein bisschen mehr Strecke kennenlernen, also diesen kleinen Abschnitt. Aber das war's dann auch. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.